Attacke. Brot, 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 Brot. Liebe Leute, willkommen zurück. Bernd das Brot und die Unmöglichen geht endlich in die nächste Runde. Erster Grund dafür, natürlich sollt ihr mit an meiner Seite dabei sein, wie ich dieses Spiel verende. Und zweiter Grund, ich möchte natürlich auch, dass ihr dabei seid, während ich das beende. Denn das hat es verdient, Bernd das Brot und die Unmöglichen ist ausgezeichnet. Aber das hört man in den letzten Videos von uns immer öfters, dass ich extreme Upload-Probleme habe. Aber die sollen sich wohl seit heute erledigt haben. Denn ich habe eine neue Internetleitung bekommen, beziehungsweise mir eingerichtet. Und zwar eine Zweitleitung über Satelliteninternet. Dazu in der Folge kann ich ein bisschen was erzählen, wie das Ganze funktioniert. Aber das soll quasi das erste Video sein, was damit hochgeladen wird. Und ich hoffe, dass mit 3 bis 4 MB Upload die Videos ein bisschen schneller hochgeladen werden als mit 200 KB die Sekunde. Denn ich musste teilweise für ein Video, was auf dem Kanal kam, 6 bis 7 Stunden lang uploaden. Und in der Zeit ging einfach nichts. Und das ist scheiße. Das ist einfach so. Okay, jetzt aber Bernd das Brot und die Unmöglichen nach langer Zeit. Ich musste halt noch Mordor, Schatten, Mittelerde also dazwischen schieben. Jetzt können wir endlich auch mal beides parallel weiterspielen. Und bald kommt ja auch noch, also was heißt bald eigentlich? Morgen. Morgen, spätestens übermorgen, kommt Alien Isolation, der Survival Horror mit mir, Jim Nichols. Von daher eventuell mal reinschnuppern. Ich sag's nur. Ich baue noch ein Thumbnail. Scheiße. Egal, das macht der Real mir. Weiß noch nichts von seinem Glück. So, wir sind Bruch gelandet mit einem Fallschirm, den wir uns selbst gebastelt haben. In, ich glaube, dem Jagdverherrlichungsland. So, was haben wir denn als Items? Eine Schere. Das Diktiergerät immer noch. Den Toilettengeneralschlüssel. Ob der für die Toilette passt? Bestimmt. Leere Dose, halbes Klebeband. Aber auch nur ein halbes, weil ein volles wäre Luxus. Ein alter Stiefel und immer noch das Grunze vor uns. Da steht ein Jack. Mit Doppel K, also K, denn ich bin so schlau, ich weiß das, denn ich bin so klug, K-L-U-K. So, und ansonsten können wir auch schon gar nicht mehr weiter interagieren, dann können wir mit den Leuten reden. Fallschirm. Ein Klassiker. Solange jetzt keine Vietcong kommen, fühle ich mich einigermaßen wohl. Die Vietcong kommen, Achtung. So, das können wir gehen. Achtung. Autsch. Und Mist. Mist. Ich habe übrigens auch noch einen Schokoriegel. Und wo steckt jetzt dieser Jack Fritz? Da ist der Jack. Vielleicht eine Toilette. Ich habe auch noch einen Schokoriegel, liegt einfach daran, weil ich habe Mordshunger und ich schaffe es jetzt nicht, das Essen, während ich aufnehme, für euch vorzubereiten. Von daher muss ich nebenbei ein bisschen snacken, weil ganz ehrlich, ich kann bald nicht mehr. Ich habe echt Hunger. Es ist 3 Uhr nachts oder so. Wie spät ist das eigentlich? Wo ist mein Telefon eigentlich? Oh, ich bin wieder vorbereitet. Keine Ahnung, wie spät es ist, wie lange ich aufnehme. Ich bin hier. Moment, Telefon. Ja, da ist es. In der Kellnertasche. Es ist halb zwei erst. Ich hätte gedacht, es wäre 2:30. Na gut, es ist 2:30. Trotzdem spät. So, ihr solltet alle schon im Bett sein. Alle, egal wie alt ihr seid. Auch alle 30-Jährigen ins Bett mit euch. Thorsten, du auch. Du weißt, wer gemeint ist. Du bist gemeint. Geh ins Bett. Es ist spät. Ja. Strohhaufen. Ein Haufen Stroh. Moment. Wer bist du? Liegt von dir aus gesehen, lieber Spieler, direkt vorne. Wie heißt es doch so schön? Vordergrund macht Bild gesund. Warum liegt hier Stroh? Und warum hast du eine Maske auf? Ja, ihr versteht schon, ne? Hier ist eine Kiste. Eine Kiste. Eine Kiste. Aus Holz. Aus Holz. Quadratisch, praktisch, aber auch gut. Quadratisch, praktisch, aber von wann ist denn das? Kann ich Holz mitnehmen? Manches in diesem Spiel ist Stroh dumm. Oh. Dann nehme ich mir ein bisschen Stroh drum. Oh, ich habe etwas Heu. Ne, ein bisschen Stroh, Entschuldigung. Ja, Strohhirn, Gruß an dich. Eine Toilette. Noch ein Vertreter der mobilen öffentlichen Notdurftverrichtungsmöglichkeiten. Ja. Wir probieren es, oder? Pass auf. Hereinspaziert. Das Klo ist eröffnet. Wuhu. Wir haben quasi den Universal-Klo-Türöffner-Schlüssel. Da ist ein Loch drin.
Und ein Pömpel. Wo ich so gerne Pömple. Jetzt kommt aus Deponia ja, auch ein herrliches Point-and-Click-Adventure von Dedelic Entertainment. Mit Rufus als Held. Wer kennt es nicht, dieses Spiel? Mit einem Pömpel. Wo ich doch so gern Pömpel. Ein Pömpel. Nimm ihn mit, den Pömpel. Will ich das wirklich mitnehmen? Ja, willst du. Ja, offensichtlich. Und Abführmittel. 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 Ich weiß nicht, ob es gut klingt, aber. Weh tut mir die Titte. Ich brauche etwas. Abführmittel. Klappt super. Alles klar. Der Auflauf war verdorben. Jetzt muss ich zur Toilette und. Ja, nee, vergesst es, okay. Hat sich erledigt. Ich dachte, es wäre super witzig, aber nee. Nein, ich leide nicht an Verstopfung. Aber gut, nehmen wir es mal mit. Wie kommt Bernd da eigentlich oben hin mit seinen kurzen Ärmchen? Weiß das einer? Ob hier auch die Jacks ihre Notdurft verrichten? Höchstwahrscheinlich. So, wir gehen erstmal in diese Richtung. Ein Fenster. Ich kann nicht reinsehen. Warum nicht? Ich bin zu klein. Ach so. Meine Arme sind zu kurz. Kannst du dann vielleicht einmal die Kiste dahin schieben? Also gut. Quadratisch sind natürlich nur die Seiten. Das ganze Ding ist ein Würfel. Aber immer noch aus Holz. Quadratisch, praktisch, würfelig. Aus Holz. Hippie-Pfanne, Alter. Was ist da los? Tür Der zum Jack-Shop. Jack-Fritz. Ich bin gespannt, was wir dort in Erfahrung bringen. Ich bin nie. Ich bin gelangweilt. Ups, übersprungen. Sorry. Egal, aber wir gehen rein, oder? Auch wenn da so ein Nicht-Betreten-Schild steht. Oh, könnte das der Jagdshop von Jagdfritz sein? Meinst du, Schaf? Könnte es an dem Jagdkopf über der Tür, dem hier doch sehr starken Jagdgeruch oder dem Jagdshop-Schild liegen? Klopf, klopf, klopf. Da gibt es mehrere Faktoren, die hier bedeutend sind. Ach du Schande. A, Antworten, B, B-Antworten, C, C-Antworten. Hallo. Lieber Spieler, C-Antworten gibt es nicht. Aber irgendein Spieleentwickler dachte wohl, dass es sich dabei um einen guten Scherz handelt. Und er hat absolut recht. Ha, ha, ha. Genau, der Jagdshop ist zu wegen, Ferien. Tschüss. Och, ich hätte auch gern Ferien. Ich glaube, dieser Mann hat etwas zu verbergen. Das musst du rausfinden, Bernd. Du bist der kastige Koloss. Mist. Aber wenn ja wegen Ferien geschlossen ist, warum ist denn dann trotzdem, wow, Chili, was geht? Warum ist er dann trotzdem zu Hause? Also ich meine, das macht man doch nicht. Wenn man Ferien hat, dann ist man doch nicht auf der Arbeitsstelle. Hallo, Jack. Ein Jack. Schade, dass es keine Statue ist. Dann wäre dieses alberne Spiel endlich vorbei. Achtung, ein Husaren, Langole, Mongole, ein Bandit. Auch ein Klischee, ein Motorroller. Ein Motorroller. Obwohl er klapprig ist, sieht er ziemlich stark frisiert aus. Ja, das kann ja sein. Das ist ja sein gutes Recht, ne? Hier mit dem Motorroller, mit der Ende durchs Dorf tückern. Kann ich denn? Hey, das ist meine. Wow, der hat keinen Akzent. Jetzt bin ich überrascht. Sie sehen mich verblüfft, Sherlock. Hallo, unglücklicher Langole. Ich kann gerade nicht mit euch reden. Der Real würde jetzt sagen, Langolen, überall Langolen, ihr Langolenschweine, Langolen. Aus South Park. Und auch aus dem South Park Spiel. Und beides ist einfach nur herrlich. So, ja, irgendwie niedlich. Und geruchsintensiv. In der Tat. Kommen wir jetzt noch hier irgendwo lang? Nee, ne? Fallschirm, der Langole. Nee. Ein Bewohner Langoliens. Er sieht irgendwie traurig aus. Ich wusste gar nicht, dass du dich für antiquierte Fortbewegungsmittel interessierst, Bernd. Antiquiert vor allen Dingen, ja. Kennt man ja. So, die Frage ist jetzt... Vielleicht ein bisschen Stroh fürs Jack? Hallo, Jack.
Oh, ich glaube, es hat jetzt Stroh gefressen. Und jetzt? Toll. Vielleicht ein bisschen Apfelmittel? Das hast du nicht gerade wirklich versucht, oder? Doch klar. Ein Jack. Schade, dass es keine Statue ist. Ja. Dann wäre dieses alberne Spiel endlich vorbei. Nein, es soll noch ewig gehen. Also, beziehungsweise ewig ist übertrieben, aber es soll noch eine Weile gehen auf jeden Fall. Ja, toll. Und nun? Pömpel? Hallo? Spieler? Ja, kann ich doch nicht wissen. Entschuldige, Bernd, ey. Wie aggressiv du mal wieder bist. Kann ich vielleicht die Kiste aufpümpeln? Das funktioniert so nicht. Okay. Ja. Das ist dann so viel dazu, ne? Das war's dann. Ja, was ist denn mit dem Langolianer hier, mit dem Freund? Was geht mit ihm? Und mit deiner Tuftuf-Ente. Flugskompensator auf dem das Motorroller. Das hast du nicht gerade wirklich versucht, oder? Doch, sicher. Ach, Menno. Gut, dann vielleicht das Grundsophon. Hallo? Nein? Kein Grundsophon? Das funktioniert. Warum denn nicht? Ja. Dann weiß ich nicht, was wir noch machen sollen. Warum können wir den nicht ansprechen? Hallo? Ich kann gerade nicht mit euch reden. Warum denn nicht? Ob es ihm besser geht, wenn ich neben ihm stehe und ihn begaffe wie einen gefangenen und ausgestellten Yeti? Ja, vielleicht. Das weiß man ja nicht. Klebeband, alles das geht mit das hast du nicht gerade wirkt. Ja. Können wir dann vielleicht nochmal bei Kollege Schnürschuh da hinten? Moment, kann die Kiste bewegen? Dann schieben wir die Kiste Na, mal. Na endlich, Alter. Das war doch obvious. Warum machst du das nicht gleich, ey? What the fuck? Jetzt geht er dann voll die Sexparty ab. Da komme ich nicht drauf. Diesmal sind meine Beine zu kurz. Alter. Haben wir irgendwas? Ne, ist ja auch Quatsch. Hallo? Oder vielleicht damit? Das funktioniert. Oder mit der Dose. Das hast du nicht. Eine Kiste. Aus Holz. Quadratisch. Ja. Da komme ich nicht. Diesmal sind meine Beine. Okay, die Beine sind zu kurz. Aber das heißt. Das heißt, dass ich keine Ahnung habe. Kann ich nochmal Strom mitnehmen eigentlich? Manches in diesem. Dann nehme ich. Yay! Und das hilft uns inwiefern? Weiß keiner so genau. Hallo? Das ist doch Quatsch. Der Flugskompensator als Treppe. Das funktioniert. Nein. Sheep Majors! Superheld! Woo! Könnt ihr es nicht ist hochgehen? Dr. Bumblebee Busch! Brillant, blättrig, belesen? Bekannt in Stadt und Land? Nee, am Spruch muss ich noch arbeiten. Aber ansonsten super. Kann ich nicht einfach über die Treppe? So, und dann da komme ich nicht drauf. Diesmal sind meine Beine zu kurz. Ja, dann mach doch einen kleinen Jump, ey. Was ist los? Ich weiß jetzt aber auch echt nicht, wie wir da jetzt hochkommen sollen. Das hast du nicht. Huh. Weil ich meine jetzt mal ganz ehrlich, da passiert ja gar nichts. Ui, das ist eine gute Idee, Bernd. Damit können wir die Außerirdischen anlocken. Busch? Ja, Bernd? Das war nicht mein Plan. Ach so. Warum sollten Außerirdische abführende Stroh... Also... anale Sonden, aber ich schweife ab. Hey, was wollt ihr von meinem Jack? Lass das! Nein, Mann, der liebt das. Ich sag dir das. Oder du vielleicht? Hallo? Irgendwie niedlich. Der soll das Zeug jetzt fressen. Hey, was wollt... Mann, was willst du denn jetzt, Alter? Ohne Scheiß. Gib gleich aufs Maul. So, das Zeug ist jetzt auch weg, oder was? Ich habe noch eine Schaufel. Was mache ich denn mit der Schaufel? Ich weiß nicht mal mehr, wo ich die her habe. Ich habe die bis gerade eben gar nicht gemerkt. Das funktioniert. Das hast du nicht. Ja, scheiße. Abführstroh. Igitt. Ja, ist genau das Richtige für ein paar von meinen Kumpels. Versteht sich, ne? Scheiße. Jetzt habe ich ja ein Problem hier. Kann ich nochmal normalen Strom mitnehmen? Nee. Will auch nicht. Was ist jetzt mit dir?
Warum denn nicht? Aber was ist denn los? Hallo? Das funktioniert. Hey, was wollt ihr von meinem Jack? Lass das! Nein, Mann! Das ist super. Ich geb dir gleich einen Pimpel. Das hast du nicht gerade. Ich probier jetzt einfach alles mit dem Kollegen aus hier. Hallo? Das funktioniert. Das hast du nicht. Nein. Hallo? Klebeband? Das funktioniert. Auch nicht. Alte Stiefel? Das hast du. Auch nicht. Das Grundsophon? Hallo? Auch nicht. Man muss ja alles. Man muss ja alles hier ausprobieren, ne? Sowas ist ja immer wichtig. Was hat es denn mit dem Motorroller auf sich? Und dem Fallschirm? Und der Toilette. Ob hier auch die Jacks ihre Notdurft verrichten? Weiß ich nicht, aber können wir hier eigentlich? Das hast du nicht gerade. Vielleicht einen Jack vorbei beschwören. Hier ist aber auch nichts weiter. Das ist ja echt ärgerlich, alles dann. Hallo? Das funktioniert. Das hast du nicht. Hallo? Kann man nicht irgendwie das Ganze hier verbinden, hallo? Mit irgendwas? Das? Ja, ich weiß, dass keiner zu Hause ist, aber es ist mir auch egal. Hallo? Ich meine, ich habe abführende Stroh, Gottverdammt. Was soll ich denn noch alles tun? Besser geht's ja bald gar nicht. Als Stroh, welches abführend wirkt. Kann ich nochmal anklopfen? Hallo? Ich bin gespannt. Wie? Scharf? Ja, Berndi? Wie ein Flitzebogen? Ja, genau. Woher wusstest du das? Wow, muss selbst ich seufen. Super gut. Verdammte Axt. Das ist ja jetzt knifflig. Mann, Cheap Majors, geh mir aus dem Weg. Ein Jack. Dann wäre dieses. Nö. Was ist denn mit ihm los, ey? Ein Bewohner Langoliens. Er sieht irgendwie traurig aus. Ja, aber warum? Motorroller. Hey, das ist meine. Das ist deine Motorroller. Schön für deine Motorroller. Pömpel? Das funktioniert. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie das hier jetzt großartig weitergehen soll, ne? Aber vielleicht mache ich mir diesbezüglich einfach. Oder? Langolien, Bodenheil heil an. Also müssen wir einen Weg finden, heimlich in seinen Laden zu kommen. Wobei wir mal wieder ich heißt. Ja, ist ja schön. Schade. Mehr weiß ich auch nicht, ne? Das ist ja super gut. Ja, das finden wir dann nächstes Mal raus, ne? Ganz simpel. Weil ich will euch jetzt hier auch nicht langweilen. Ich würde sagen, nächstes Mal einschalten, ne? Viel Spaß bei der nächsten Folge von Bernd das Brot und Möglichen von Mittelerde, Mordor Schatten und dann auch demnächst Alien Isolation. Das heißt, volles Programm auf dem Kanal, da ist richtig Party angesagt. Also, vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein, liebe Leute. Tschüss.